der letzten Episode. Jesus, it's cold. Ja, ich weiß, das Fleisch ist kalt, aber es ist jetzt bitte trotzdem mal. Wir haben jetzt genug Schuss. Gell? Oh, hier gibt es sogar festen Hals. Ja, da haben wir. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus. Im Ess-Simulator. In der Episode. Was? 83. Ja, das essen wir jetzt noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen was bei uns, oder? Ja. Also außer das ist schlechter. Na gut, 33 ist nicht so diese. Ja, das lass mal kaputt. Ja, das klingt doch mal. Ja, okay, das. Ja, der Besitzer. Ich glaube, dem Besitzer ist das egal, weil das ist abgelaufen. So. Hat sich das Thema erübrigt. Ja, wir sind etwas schwer. Das ist vielleicht nicht so günstig. Vielleicht kann man was loswerden. Du warst so wenig Abwehr dabei. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Holz. Aber gut. Dann machen wir uns mal leicht. Ja. Gut, wenn man natürlich das ganze Munitionsbastelzeug dabei hat, dann muss man sich nicht wundern. Zwei Schösslinge. Und ja, wir sind im Bleak Inlet. Im stürmischen Bleak Inlet. Hilfe! Achso, wieso gehe ich eigentlich wie ein normaler Mensch? Ja, komm. Ja, wir hatten schon unsere erste Begegnung mit dem Timberwolf. Da oben liegt einer. Es dürfte wahrscheinlich neblig werden, schätze ich mal. Einen haben wir angeschossen. Das weiß ich jetzt nicht, ob sich das Spiel gemerkt hat. Müsste eigentlich, wahrscheinlich ist er in der Zwischenzeit verändert. Bei dem Sturm, ja. Finster, aber keine Krähen. Wir bringen jetzt erstmal das Seil an. Das macht nochmal einen ganzen Schwung besseres Gewicht. Und dann rennen wir mal rauf zu der Höhle da oben. So. Denn darunter gehen wir dann als nächstes. Gut. Wird das immer noch stürmisch? So ist es halt. Ja, es gab vor inzwischen für euch schon wieder zwei Wochen her das Juni Death Diary. Also jetzt haben wir mal wieder eine Phase der erhöhten Death Diary Taktrate. Ja gut, okay. Komm, trink schneller. Was? Du atmest nach rechts, echt. Genau, und ja. Ende Juni, das heißt wahrscheinlich, wenn ihr das live guckt, jetzt die kommende Woche, dürfte das nächste Update kommen auf PC, schätze ich mal. Ich glaube, es ist nur PC, wenn wir hier als Deutsch kommen, aber gleich dazu. Und in dem Update dreht sich im Prinzip alles so plus minus um das Thema Futter. Also um die Ernährung, Kochen, Fangen. Das ist so das Hauptprinzip. Wären sie schon wieder nach Feuerphase? Ja, wir machen es in der Höhle gleich warm. Also es gibt einen Teil, ein Feature, das nennt sich Frontier Cooking, also sowas wie Grenzland kochen oder Kochen im Grenzland. Dass man das Grenzland auch ist. Das war immer der Todesstreifen in der DDR. Das ist das Grenzland wahrscheinlich. Na gut, das kommt auf The Long Dark dann auch so ein bisschen drauf. Ist ja auch so ein Todesstreifen überall. Das Wind hat komplett gedreht um 180 Grad, recht? Gut. Genau, das Kochen wurde komplett überarbeitet. Also das Interface haben sie es genannt. Wurde überarbeitet. Es gibt jetzt Rezepte, die ein bisschen komplizierter sind. Das haben sie ja schon versprochen, dass es das geben wird. Höhle. Mit Holz. Das braucht bestimmt keiner. Okay, sonst sehe ich ja nichts. Auch nicht irgendwie ein Versteck. Ein Hinweisversteck oder sowas. Das weiß man ja oftmals nicht. So, wir haben immer noch schönes Wetter. Alles klar. Ja, also wird Rezepte geben. Es gibt 15 Rezepte.
Die hat man wahrscheinlich direkt, so wie das klingt, weil sie schreiben dann noch. Dass es 9 Unique-Rezepte gibt, also benannte Rezepte, die man dann halt, wo man die Rezepte halt in der Welt findet. Das heißt, wenn du da halt dabei bist, so wie wir jetzt, die Welt zu erkunden und du hast, sagen wir mal, schon 75% erkundet und stellst da fest, ja, du kannst jetzt halt nochmal überall durch, weil du musst halt die Rezepte auch finden. Ja, ich denke, diejenigen, die sagen, sie kaufen sich den Expansion Pass, wenn er dann final released ist, auch wenn er dann ein bisschen teurer ist, die haben wahrscheinlich da ein bisschen, zumindest was das betrifft, ein bisschen intelligenter gehandhabt, weil du da nicht permanent überall durch musst. Aber gut, so ist es halt. Der Wind ist immer noch relativ straff, von da oben sind wir gekommen. Genau, sie haben da zum Beispiel so ein Lily's Pancakes, nennt sich das. Also Pfannkuchen halt, die klassischen kanadischen Pfannkuchen halt verfeinert. Mit Pfirsichen halt. Also sind natürlich dann vorrangig auch Zutaten, die schon im Spiel sind. Ja, was auch immer. Oh, guck mal, der kleine Balken. Ganz alleine. Wo ist er denn? Ach, da oben. Oh, bist du ganz allein? Ja. Oh, bist du gegen Baub gerannt? Mit was? Hat er sich schon... Ach so. Die sind noch gar nicht fertig. Ja, dann lass dir Zeit. Ja. Anscheinend treffen wir extrem gut. Wir sind down. Muss man auch die Hülsen auflesen. Ja. Und der jetzt nochmal wieder oder was? Wie ist das hier? Naja, da kann ich ja erstmal darum kümmern. Wo waren die anderen Hülsen? Irgendwo müssten die doch hier gewesen sein, oder nicht? Jo. Nicht sicher. Wahrscheinlich ist die Anzeigeentfernung nicht groß genug. Ja, das ist total dämlich. Ach, das ist der Charakter, die einfach wegschmeißt. Da, oder? Ja. Und dann musst du umständlich wieder auflesen, also. Das geht auch besser. Ja, solange dieser scheiß Winter noch da ist, kann man nichts machen. Dann sammeln wir erstmal Holz. Ja, Auszeit hatte schon das, das Death Diary auch schon durchgegangen. Die vermuten, dass diese Unique-Rezepte vielleicht auch Unique-Eigenschaften haben. Weil diese Lily's Pancakes zum Beispiel steht da. Naja. Das steht da. Perfekt for Day of Climbing, was ja darauf hindeutet, dass die vielleicht was sind, wenn du halt klettern möchtest. Keine Ahnung, ob die dann so einen kleinen Boost geben. Man weiß es nicht. Genau. Die tauchen natürlich in bereits... das ist übrigens der Bezahlpfad erstmal, also für all diejenigen, die das schon haben. Die sich diesen Expansion Pass schon gekauft haben. Genau. Ja, diese gibt halt. Es gibt aber auch ein paar neue Food Items, die dann auch auftauchen. Die wahrscheinlich dann mit den Rezepten zusammenhängen. Also man wird dann noch ein bisschen was Neues finden. Und wir haben ja. Ah, da unten ist auch schon was. Also haben wir eigentlich irgendwas? Nö. Ja, nicht, dass wir rumrennen, weil ich die ganze Zeit blutend oder so. In der Luke haben wir ja schon ein paar Sachen gefunden. Ja, wir haben hier leider exakt dasselbe Problem wie im trostlosen Marschland, dass der Wind seinen Ton verliert. Ist dann nur noch optisch. Na ja, gut.
Ja, dann gibt es noch, ich muss gerade mal schauen, genau. Dann gibt es das auch noch Bezahlfahrt, dann gibt es das Schneehuhn, das Ptarmigan. Das ist wohl quasi überall zu finden, bevorzugt aber entlegenere und höhere Gebiete. Ja. Und das kann man natürlich jagen. Für Fleisch. Aber man kann auch die Daunenfedern sammeln, haben sie geschrieben. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das dann so ist wie bei Krähen. Dass die dann halt rumliegen. Oder ob du die halt dafür wirklich töten musst, was ein bisschen Quatsch ist, weil eigentlich tötest du die Vögel nicht für Daunenfedern. Aber Gott. Das handhaben sie dann so, wie sie das möchten. Genau. Und da sollen wohl auch neue Bastelrezepte kommen, wo du dann diese Daunenfedern verwenden kannst. Für was auch immer. Keine Ahnung. Improvisierter Schlafsack oder sowas. Dann, genau. Es wird, ach so, ja, das habe ich vergessen, bei den Kochrezepten gibt es auch ein neues Item. Eine Pfanne. Soll dazu kommen. Ich habe schon geschrieben, ich hoffe, dass man die dann im Bud Spencer-Stil auch hier gegen Wölfe einsetzen kann, aber ich vermute mal eher nicht. Das wäre auch zu schön. Okay. Früher war hier irgendwie mehr Lametta, aber irgendwie seit dem Umbau wohl nicht mehr. Wo ist das denn? 94% echt. Gut, zwei Pilze und ein Müsli-Riegel. Ja, dann gibt es neue Werkzeugvarianten, haben sie es halt genannt. Es wird drei weitere Revolver-Varianten geben. Eine weitere Bogen-Variante. Und eine andere Taschenlampe. Weiß ich jetzt nicht. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Haben wir natürlich wieder ihr eigenes Aussehen und auch ein paar andere Stats natürlich, klar. Sonst würde es ja nicht bringen. Wobei das ja auch gängig wäre, wenn du einfach Dinge findest, die quasi genauso wirken, aber unterschiedlich aussehen. Aber ist auch egal. Genau, das kommt auch in neue und bestehende Safe Games. Das würde ich auch erwarten. Ja, hier drin ja nicht mehr. Naja. Wir sind halt in den 20ern gelandet. Da hat man halt noch Handschuhe. So. Ah, schon wieder kalt. Ja, so ist das Unterkühlungsrisiko halt. Oh, mir war noch nie so kalt. Schuhe. Oh Gott. Bisschen Leder. Hier ist nichts. Mir war klar, ganz gerade wieder ganz kurz kalt. Ich musste wieder einen Spruch bringen. Okay. Ja, okay. Und bitte noch einmal. Oh, cold. Also erst Mittag, nur das ist ja super. Genau, und dann kommt jetzt kostenlos, also auf dem kostenlosen Pfad, sie haben das Fisch, oder das Angelsystem, Funkturm Emil 1, das Angelsystem überarbeitet. Es wird neue Tools geben, also neue Dinge, mit denen man angeln kann. Da haben sie schon so eine, weiß nicht, wie man das sind. Ich bin nicht jemand, der angelt, das ist halt irgendwie so ein Köder oder sowas, schätze ich mal. Tja. Hier oben ist weiterhin nichts. Okay, alles klar. Ja, ich schätze halt, dass sie das Angeln so machen wie das Kochen. Dass du halt sozusagen irgendwas im Wasser platzierst.
Und das angelt dann, in Anführungsstrichen. Und wenn jetzt halt was gefangen ist, dann musst du halt reagieren oder ist es weg. Fester halt. Und außerdem, was auch noch dazu kommt, sind weitere Fischarten. Militärmantel. Bisschen kaputt. Angelzeug 100%. Kommunikationsbericht. Wer lesen will, kurz Pause drücken. Ja, nee, nicht den Stuhl. 46% Tug, die ist dann quasi genauso gut wie uns Eier. Das haben wir genau geschaut. Kräutertee, warum nicht? Oh ja, das ist natürlich wichtig. 23%, okay. Ah, und Sirup. Und ein Stück Altmetall. Und mehr Zeitung. 83% Müsli-Regel, okay. Unten scheint aber nichts zu liegen, okay. Ich dachte gerade, die Stühle schweben, aber das tun sie nicht. Okay. Zahlreich sind die Funde nicht, aber so ist es halt. Okay. Wieso ist hier der Punkt angegangen? Ja. Was ist hier? Okay. Können Sie da irgendwas drücken oder so? Unterkühlungsrisiko. Wurde geheilt, in Anführungsstrichen. Okay. Ja, naja. Ein paar Funde. Das übliche halt. Ah ja, guck mal. Das kann man immer gebrauchen. Ja, und es wird eine neue Pflanze geben, so eine Wurzel. Burdock heißt die im Englischen, wo ich jetzt gar nicht weiß, was das heißt. Schmitzel die Schmatz. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück, müssen uns auch ein bisschen ums Futter kümmern. Also um die Wölfe. So, dann schaue ich mal. Da muss ich hin. Burdock. Ist. Bitte was? Ach, Kletter. Ah, okay, alles klar. Na, guck mal, was hier liegt. Eine Klette. Das ist übrigens auch eine Klette hier. Und wir machen das hier. Einfach nur das Fleisch. Naja, da wird es schon wieder zu kalt. Also der Wind will es heute echt wissen. Ja, da vorne ist eigentlich nichts. Okay. Ja, also eine Klettenwurzel. Wird es geben. Das kannst du dann auch Rezepte draus machen. Also das heißt, das ganze Kochen wird dann ein bisschen aufgemotzter, umfangreicher, dass du halt nicht einfach nur mal das Fleisch auf den Grill haust. Da bin ich mal gespannt. Wenn sie das Interface ändern, hoffe ich mal, dass das eher was Positives ist. So. Halt. Wir brauchen die Stöcke. Sicherlich. Auf jeden Fall nehmen wir sie mit. Da gibt es zwar noch was zum drunter krabbeln, aber ich will mich jetzt erstmal um das Thema Futter kümmern. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Wäre übrigens schön, wenn du dich nicht verstauchst, aber... naja, das kriegt man schon hin. Okay. Dann hinauf. Ja, das heißt, wenn das dann rauskommt, also vorausgesetzt, es kommt nicht am 30. irgendwie am Abend, also am Freitag, dem 30. Juni am Abend. Was ich nicht erwarte. Normalerweise bringen sie es eigentlich eher vormittag, also am Anfang der Woche, Montag oder Dienstag. So. Gut. Ja, schon. So, haben wir eigentlich auch. Wir haben doch auch Bücher. Also, wir haben auch Zunder. Gut. Alles klar. Lupe funktioniert hier wahrscheinlich nicht.
Gut, dann nicht. Ja, hallo. Ja, was habe ich in der Hand? Hm? Ah ja, Zeitung, Buch, alles klar, drauf. Das heißt, es würde dann in der Folge 86 dann Einzug halten. Ob wir da direkt schon was finden oder so, weiß ich nicht. Und man wird zumindest das Interface sehen, das ist auf jeden Fall. So. Ist auch gleich leichter geworden, das hat ja auch seinen Vorteil. Okay. So, dann von den zahlreichen Stöcken. Eins hinein. Gut. Dann lass mich mal ausladen. Wo haben wir das hin? Hier in den Schrank. Alles klar. Weiter rein. Noch mehr Schösslinge. Okay, wie lange haben wir Zeit? Eine halbe Stunde. Also nicht so extrem viel. Gut, die sind relativ schnell. Deswegen hoffe ich, dass das funktioniert. Ja, ja, schnell. Meine Güte, habe ich gesagt. Oje, oje, die Gute hat echt massiven Hunger. Ja, ja. Ist mal den 60% und geh bitte weiter. Hallo? Jetzt bitte weitergehen. Hallo, wir haben nicht so viel Zeit. So. Da haben wir noch ein paar Federchen. Warum nicht? Liegt denn der andere? Da oben müsste der liegen. Ah, 5 Kilo. 20 Minuten. Na, da müssen wir. Wobei, das Fleisch hält ja auch ein bisschen. Okay. Ja, es ist einfach nur stürmisch, das Wetter. Sonst keine andere Eigenschaft als stürmisch. Okay. Eieiei. Ja, in der letzten Zeit habe ich, also ich habe jetzt, weil ich ja nach Norwegen will im September, jetzt auch mal geguckt, wie ist denn der Währungskurs, habe ich gerade vor 2 Wochen gesehen, hoch, das ist ja fast bei 1 zu 12. Also 1 Euro gibt 12 norwegische Kronen, was ziemlich krass ist. Als ich das letzte Mal dort war, war es ungefähr 1 zu 8. Na, ich hatte gedacht, okay, guckst du mal, wie sich der Kurs entwickelt. Dann habe ich das irgendwie wieder vergessen. Habe jetzt irgendwie die Woche wieder reingeschaut. Ah ja, guck mal, was zu futtern. Um dann zu sehen, ja, okay. So, ist da drin, Holz hier drin. Na gut, das war jetzt nicht so viel. Müsste eigentlich noch lange genug gehen. Ja. Sonst haben wir ja nichts, genau. Geht's wieder raus, suchen wir den dritten im Bunde. Genau, habe ich den irgendwie vergessen, habe gedacht, naja, sieht gut aus. Und habe jetzt die Woche wieder drauf geschaut und hat er schon wieder, weiß gar nicht, wie viel waren das jetzt wieder. Ist er, glaube ich, auf 11,4 hat er irgendwie nachgegeben oder so am Anfang der Woche. Jetzt ist er, glaube ich, auf 1 zu 11 fast runter. Also richtig krass wieder aus norwegischer Sicht gestiegen, aus unserer Sicht gefallen. Da habe ich halt gedacht, okay, gut. Wenn das jetzt so dramatisch wieder sinkt, dann mache ich jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen und hole mir schon mal ein bisschen Bargeld. Weil das im Normalfall angeblich günstiger sein soll, als wenn du es dann vor Ort kaufst. Hängt natürlich immer von den Währungskursen ab, das ist natürlich klar. Wenn der Währungskurs da so schwankt, da kannst du natürlich nicht wirklich dich drauf verlassen und du kannst sowieso nicht überall mit Bargeld zahlen.
Nee, jetzt hier so eine 24/7-Tankstelle irgendwo hast. Sowieso nicht. Ja, aber wo ist der Wolf? Wo hatten wir den erlegt? Ach, das war da oben. War das nicht da oben drauf? Ja, da liegt er. Okay. Ja, dann bin ich halt zur Reisebank und die haben dann... Ich meine, die wollen natürlich auch was verdienen. Das heißt, du kriegst den Kurs sowieso nicht, wie er eigentlich steht, sondern du kriegst dann halt immer zum sogenannten Verkaufskurs. Das ist dann immer ein paar Prozentpunkte höher. Und dann schlagen sie nochmal 10 Euro drauf, weil sie die halt Bargeld aushändigen. Ja, und so bin ich dann letztendlich auf einen 1:10 Kurs gekommen. Das, ja, okay. Zumindest habe ich jetzt mal Bargeld. Wenn das jetzt sowieso noch weiter nachgibt, wonach es jetzt ziemlich krass aussieht, dann wird das sowieso noch schlechter werden. Aber ich hole mir jetzt auch nicht noch mehr Bargeld. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das meiste dort vor Ort eh mit Karte zahlen kann. Aber ein bisschen brauchst du halt schon. Weil es gibt ja auch ein paar private Wege und nicht alle sind da möglichst schon mit Karten, Bezahlungsmöglichkeiten versehen, von daher. Ja, das war jetzt auch der letzte Wolf. Es gibt dazu noch das Reh, aber das lassen wir jetzt erstmal liegen. Ja, fand ich schon ziemlich krass. Und das noch, was noch viel krasser ist, wenn du dir das Geld bestellst. So. Du kannst das Geld ja auch bestellen. Und dann kriegst du halt nach Hause geliefert. Du musst halt Versandkosten bezahlen. Aber wenn du das machst, kriegst du erstens einen besseren Kurs und zweitens sind die Versandkosten nicht so hoch. Ja, das war jetzt mit X, das war eher nix. Das nächste Mal ist man schlauer. So, wie gut ist das? Na gut. 77%. So, dann kümmern wir uns mal hier rum. Und wir legen mal alles raus, was jetzt Munitionsbastelmaterial ist. Gezielt. So. Beziehungsweise was wir runternehmen. Okay. Der Rest bleibt dann hier. Ja, ich lasse die Pilze jetzt hier, das passt schon. Gut. Besser als nichts. Er sieht die ganze Zeit nach Nebel aus. Zumindest wenn man da drüben hinschaut. Aber es ist jetzt eigentlich mehr als einen halben Tag, ist es schon stürmisch und trotzdem. Ja, dann bringt doch kein Feuer draus. Dann müssen wir es mal hier weitermachen. Na, jetzt beginnt es zu schneien, okay. Dann können wir da sowieso erstmal nichts machen. Ich hatte gehofft, dass es wirklich neblig wird, aber anscheinend nicht. Lassen wir mal die Tür offen. So, dann wollte ich noch Futter rauslesen. Rausschmeißen, nicht nur rauslesen. Okay, ich denke, das passt so. Ah ja, genau. Da müssen wir noch was nachlegen. Tja, meine Gute. Das wird wieder etwas antirhythmisch, sag ich mal, oder so ähnlich. Ein bisschen Wasser müssen wir auch noch machen, aber das machen wir dann heute Nacht. Wobei es fast schon Nacht ist. Das muss man fairerweise dazu sagen. Genau, da rechts unten ist die Hütte. Das würde man als nächstes ansteuern, wenn man runterklettert. Und je nachdem, wo halt Wölfe sind. Die werden wahrscheinlich noch nicht angezeigt, schätze ich mal. Ja doch, es ist ein 3D-Zapfen. So, haben wir sonst irgendwas zu tun? Was sagt denn die Kleidung eigentlich? Ja, es geht. Hat jetzt nicht so extrem gelitten. Wassertabletten haben wir auch noch, aber das bringt uns jetzt erstmal nichts. Nehmen wir weiter Fleisch ab. Allzu lang sollte man aber nichts mehr machen. Was ist denn hier drin? Ah ja, das ganze Holz, genau. Da stehen halt noch ein paar Bücher. Sonst ist hier nicht mehr zu holen. Das sind immer noch, was, 3, 6, 7 Stücke. Da wären wir jetzt, wie lange noch beschäftigt? Bis Mitternacht. Ein Stück machen wir noch, aber dann lassen wir den Rest mal liegen. Fürs nächste Mal, wenn wir wiederkommen.
So. Okay, dann reich mir mal zumindest erstmal eine. Zeder, mach das mal fertig. Aber jetzt sollte man ins Bett. Also beziehungsweise so tired. Das müssten 4 Stücke sein, oder? Ja. Genau, dann könnte man frühs nochmal und ansonsten, das müsste eigentlich funktionieren. Das sind 1 Minute 24, wir haben 1:31. Ja. Wenn nicht, müssen wir halt am Morgen dann wieder den Ofen anschmeißen. Achso, wir sollen vielleicht die Tür zumachen. Sonst haben wir ja am Morgen eine Schneewehe drin. Ja, dann 10 Stunden. Einfach schön wieder mal direkt die Aurora angesprungen ist und jetzt schneit's wieder. Da hätte man deine Nachricht abkrabbeln können, aber nix da. Tja, dann nicht. Gute Nacht. Ja, es ist fast wie, hat das geklappt? Ja. Es ist fast wie, im momentan hier im Sommer, wo wenn man dann irgendwie nochmal nachts aufs Klo muss und sich ins Bett legt und dann feststellt, es wird so langsam hell, okay. So war das gerade. Okay. Ja, wir müssten kurze Inventur machen. Erstmal das Trocknungsmaterial. Okay, was haben wir dann hier? 2 Müsli-Riegel, Tomatensuppe und das sind 8 Kräutertees, genau. Dann haben wir noch eine Limo und Ahornsirup. Ja, ja. So. Okay. 2, 4, 6, 7, 9 Bücher oder so. Schätze ich mal. So, halt, warte mal. Achso, ja, Quatsch. Was brauche ich denn? Das kann hier rein. 39 Stücke, eine Zeder. Der Rest ist leer. Dann haben wir nur noch hier hinten 10 Streichhölzer. Die müssen wir auch noch eintragen und auf Brennmaterial. Und zwar Holzstreichhölzer. Gut. Medizin. 2 Birkenrindentees. Kleidung. Wollmütze, Militärmantel, 2 Rennfahrerhandschuhe. So, das war die Kleidung. Was wurde dabei leer gemacht? Genau, Dosenöffner, Messer und ein 100% Nähzeug. Und dann haben wir noch 2 Pilze, die kommen aber unter Medizin. Und dann gehe ich nochmal unter Futter, weil wir haben hier Fleisch. Okay. Dann sind wir hier schon fertig. Nein, sind wir nicht. Ja. Oh, selbst, ja. Da kann man das auch mitnehmen, obwohl das 41 Kilogramm wiegt. So, wie viel haben wir hier noch? Naja, mehr als genug. Okay, alles klar. 92 Schuss für den Revolver. Also wir müssten da unten nochmal in die eine Luke sozusagen. Was, wenn man da noch reinkommt? Ja, fast stehend. Ah, ein Hirsch, okay. Da gibt es ja auf jeden Fall 2 Hirsche hier oben. Ah ja, guck mal, ein Versteck, in Anführungsstrichen, so wirklich versteckt ist das nicht. Ja, okay. Noch mehr Kleidung. Das, ich sag mal danke. Dann nehmen wir die halt mit in die Fabrik oder in die Unterkünfte oder so. Ja, das war's. So wie es aussieht hier. Stiefeln. Okay, dann wollen wir mal nach unten.
Ja, es wird ein bisschen kälter als im Rätselsee. Ja. Das wird zwar noch ein Weilchen dauern, aber wenn wir Bleak Inlet abgefrühstückt haben, gehen wir ins trostlose Marschland zurück. Und haben wir ja schon gesagt, dass wir dann auch nach Milton zurückgehen, weil dort das Bärenfell ja liegt. Und was wir auch machen ist, wir gehen nochmal ins Stumpflusstal und schauen uns an, was mit dieser Luke ist, die wir dort hatten, weil interessanterweise müssen wir dort immer noch die Vorratsluke Gamma durchsuchen. Also anscheinend ist sie nicht gründlich durchsucht worden. Das ist natürlich nicht so schön, aber dann gehen wir halt nochmal hin. Zum Glück ist sie nicht im hintersten Zipfel. Ja, und einige von euch haben inzwischen auch geschrieben hier zu dem Bunker, den wir ja gefunden haben hier in Milton, durch Zufall allerdings. Wieso ist da wieder was angegangen? Dass viele von euch noch gar keinen wirklich vollen Bunker gefunden haben. Also teilweise auch schon im Rätselsee zum Beispiel, wo man normalerweise gar nicht hingeht. Ich bin auch mir sehr dankbar, wenn ihr mir nicht schreibt, wo das ist, weil das Abgehen, das ist ja dann doch auch so sein eigenes Ding und soll ja nicht nur so nach dem Motto sein, ja, wir gehen da mal hin und holen uns den oder guck mal, jetzt mal den Bunker an, sondern das ist ja auch ein bisschen so die Quest der Suche ist ja auch interessant. Hallo? Genau. So. Hier oben sieht's ruhig aus. Ah ja, ein Schössling, sehr schön. Wieder lautlos abgelöst. Ja, wir wärmen uns da unten auf, keine Sorge. Die Zweige lassen wir natürlich in Ruhe. Tja, da bin ich immer gespannt, ob das jetzt noch dichter Nebel wird. Es ist halt erst vormittags. Da besteht eine gute Chance. Okay. Dann wollen wir mal. Das Zedernholz. Okay, sonst ist ja nichts. Also renn in diese finstere Hütte, kahler Zustrom. Ah ja, ein Schlafsack in Anführungsstrichen. Ja, guck mal. So. Nein, kannst du bitte einfach die Lampe anmachen. Hallo? Oh. Gott. Da müssen wir nicht unser Öl verwenden. Energy Regal. Ja, leider nicht. Meine Güte, sowas brauchen wir nicht. Ah, das ist die Geschichte wieder, genau. Sagt sie nichts dazu. Gut, Kiste. Ein Baumwollschal. Kassette. Naja. Und die? Sagst du nichts dazu, okay. Wo hast du Futter an? Ja, aber so wirklich viel scheint das nichts zu sein. Was hier zu finden war, erstaunlicherweise. Unterkühlungsrisiko. Nee. Okay. Nein, kannst du bitte einfach ausmachen.
Okay. Ja, aber ich weiß, wir sind so schwer. Wir machen es jetzt erstmal warm, damit wir dann in der nächsten Folge, was ich machen würde, wäre halt da drüben auf die andere Seite, oder ist das die Seite, wo wir hin müssen, von dem Wasserfall. Und dann mal langsam runterschlappen zu den, ach Gott, wie heißen die, Konservenfabrik, Mitarbeiterhütten oder so ähnlich. Genau, dort richten wir uns mal ein bisschen ein, weil dann kann man hier die Gegend auch noch abgehen, bevor es dann rüber geht zur Konservenfabrik selber. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen coolen Tag, wir sehen uns, macht's gut, ciao. We'll be right back.